Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA Online Challenge. Heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und mir, dem Peter. Und wir spielen wieder die Entführer-Challenge. Hilfe! Ich bin erneut der Entführer und Christian wurde von mir entführt. Aber er hat noch sein Handy. Hilfe! Hier, hey! und kann seinen Freunden Jonathan und Sebastian schreiben, wo wir uns befinden, indem er aus dem Fenster unseres Autos schaut und versucht, die Stadt zu analysieren. Also er schreibt den per SMS. Darf ich auch Fotos? Warte mal, kann man Fotos verschicken? Ich glaube nicht. Nee, kannst du aber probieren. Cool. Also wenn du es machen willst, mach das. Ich probiere es mal. Ich mach mal ein Foto von Peters Ohr. Es geht geil für euch los, Jonathan und Sebastian, sobald ihr die erste SMS bekommen habt, ja? Ja. Dann ziehe ich uns nämlich jetzt schon mal. Solange bin ich nur inkognito unterwegs. Wobei, hier. Christian testet nochmal erst mit dem Foto, bevor ich uns jetzt hier bei WhatsApp. Ich schicke ihm keine Fotos. Also, Sepp kann ich eine Nachricht senden, da darf ich Zeichen eingeben. Okay. Dann ziehe ich uns jetzt raus und gleich geht's für euch dann los. So, Christian, ja? Aber jetzt hören wir die ja gar nicht. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob die checken oder nicht. Ja, das ist natürlich so ein bisschen Sinn der Sache. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob die sich dann darüber aufregen, weil, pass auf, die erste Nachricht, die ich denen natürlich jetzt schicke. Die werde ich an Sepp an Jay schreiben. Ja, aber noch nicht. Nachricht senden. Ich schreibe einfach. Hast du schon gesendet? Nee. Okay. So, geht los in 3, 2, 1, go. Jetzt kann ich schicken? Kannst schicken, ja. Sieht voll cool aus, mein Blaulicht. Also Rotlicht, besser gesagt, bei mir. Hilfe! Ja, wow, es geht los, wir dürfen fahren. Wow, aber, ja, wow. Er hat Hilfe geschrieben. Okay, warte mal, ich schnapp mir hier ein Auto. Christian ist entführt worden. Keine Ahnung. Ich brauche hier Auto. Peter war die Straße runter. Scheiße, der Bulle, der hat mich... Oh, scheiße, der hat mich ja beim Klauen erwischt. Ich muss das für meinen Kumpel haben. Richtung Strand. Also links. Richtung Strand. Oh, geil, das heißt, ich bin, glaube ich, richtig sogar. Ja, ich bin, glaube ich, hinter... Bin ich hinter dir? Müssen wir Peter erschießen oder nur finden? Ja, Peter müssen wir erschießen. Was hast du da in der Hand? Was ist denn da los? Du bist entführt. Ja, ich habe meine Hände... Lol. War da... Lol? Wo sind wir hier? Ich hab die Bullen. Wieso habe ich die Bullen? Nicht mehr Richtung Strand. Peter ist im Kreis gefahren. Alter, wo sind wir hier? Nee, Hochhäuser. Ich muss den Bullen ausweichen. Du musstest einen Augenblick warten, bevor du selbst eine weitere Nachricht senden kannst. Ja, ich glaube, deswegen sollst du die auch hin und her schreiben. Wo sind wir denn jetzt? Hier, das ist unser Versteckergebiet. Echt? Oh, scheiße. Nee, oder nicht? Nee. Mace Bank. Da ist die Mace Bank. Hast du noch was Neues gekriegt? Nö. Da. Mace Bank, Innenstadt, Peter fährt im Kreis. Okay, Mace Bank. Okay. Fuck, wo ist der Mace Bank Tower? Das ist das große Ding, ne? Das ganz große. Ja, Downtown. Ja, genau. Das mit dem großen M drauf. Ich glaube, ich bin jetzt auch auf der Straße, wo Peter auch ist. Scheiße, ich bin mitten im Arsch. Ich werde diesen Stern nicht los. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Fucking Hinterhof. Really? Ich muss kurz den Stern loswerden. Ich muss mir... Ja! Löschen. Sehr gut. Okay, Peter hat keine Polizei mehr. Schade. Alter, wo sind wir denn hier? Unter einer Autobahnbrücke? Weil der kann sich ja auch tarnen, ne? Das heißt, der muss ja nicht schnell fahren. Genau, er muss ja einfach nur langsam fahren, ne? Ich bin unter einer Autobahnbrücke. Okay, er ist unter einer Autobahn. Leute, mir fällt gerade ein, ich muss mein Blaulicht ausmachen, weil sonst weichen die Leute mir aus. Da erkenne ich Peter vielleicht. Also, der ist unter einer Autobahnbrücke. Ich weiß es nicht, inwieweit da. Oh, doch, vielleicht. Ich bin unter einer Autobahnbrücke. Vielleicht darf wir unsere Challenge immer machen. Ja, da bin ich genau gerade. Jo, ich bin auch jetzt gerade. Hör ich dich? Weiß ich nicht. Hör ich dich oder ist das meine Polizei? Ich hab kein Blaulicht mehr an. Alter, ich hab überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Display, Radar. Da ist eine Tankstelle. Haben die anderen denn das Ding an? Nee, ne? What the fuck? Nee, die anderen haben nicht die Map an, nee. Aber ich glaube, wir sind gerade an einem der beiden vorbeigefahren. Oh, scheiße. Nachdem ich gerade die Map geändert habe, ist da gerade so ein Typ schnell an uns vorbeigecruised. Wir sind aneinander vorbei. Nein! Jay, wir sind irgendwo vorbeigefahren. Ja, wer denn wir? Also, ja, weißt weiß du überhaupt, der weiß doch gar nicht, wo du bist. Scheiße, Zug! Welches Auto du hast.
Er hat geschrieben, wir sind aneinander vorbei. Das kann halt echt alles heißen. Ja, und scheiße. Ach komm, wie lange ist denn dieser Zug? So viele Autos. Alter, mir wird schlecht. Ja, Moment, wird sofort besser. Kotzt dir einfach das Auto voll. Pass auf. Ich sollte den vielleicht mal... Nein, Peter, nein! Ja! Failed? Schwarze Limousine. Okay, er ist eine schwarze Limousine. Wow! Alter! Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo er ist. Schwarzes Auto, weil man, das ist keine schwarze Limousine. Ey. Da, wir sind in der Kanalisation wie bei Terminator 2. Das ist im Osten eher, oder? Christian, wir werden weitermachen mit unserem Monster-Stunts. Komm schon! Komm schon! Nein! Peter! Oh mein Gott! Oh shit! Oh, wo sind wir? Peter hat einen Zug gerammt! Ja. Moment mal. Wäre voll geil, wenn wir auf dem drauf gewesen wären. Peter hat einen Monster-Jump gemacht und einen Zug gerammt. Okay, das müssen. Oh. Fuck, wo ist der Zug? Der ist überall, also der ist mehrfach da. Scheiße, das ist. Nein! Das heißt, die sind aber, glaube ich, nicht mehr dann in der Kanalisation, ne? Ja, wobei neben der Kanalisation fährt die teilweise rum. Wir sind gerade so gefailt, ja, das müssen wir nochmal wiederholen mit dem Monster-Stunt. Wir sind wieder bei den Fame or Shame Auditions, ne? Ich muss mal mehr Anlauf nehmen. Irgendwie haben wir nicht die schnellste Karre auf der Welt. Monster-Stunt auf der Autobahn. What? Auf der Autobahn? Was für eine Autobahn? Peter ist verrückt. Da! Oh Gott. Nein! Au! Wieso fail ich das immer? Oh Gott. Oh Gott. Wo sind die Dullis denn? Wieso finden die uns nicht? Wir werden wahrscheinlich gerade Richtung Westen unterwegs sein. Ja, denke ich auch. Ich bin aber jetzt auf der Autobahn. Ich bin jetzt am Maze Tower. Alter. Der ist so, immer also noch in der offenen Kanalisation. Was? Hä? Ich dachte, der war auf der Autobahn. Du hast gerade was vom Maze Tower gesagt. Was denn jetzt? Ich bin am Maze Tower. Christian hat mir gerade geschrieben, immer noch an der offenen Kanalisation. Entschuldigung, da habe ich mich falsch, das hätte ich sagen müssen. So, hier ist doch ein schöner Ort, Christian. Wir beiden hübschen, ne? Jetzt geht es richtig ab. Ich will hier raus. Guck mal, mein Charakter geht voll mit der Musik ab. Er hat auch so ein blaues Auge, weißt du, ich muss erstmal in Stimmung kommen jetzt. Ich muss ja erstmal richtig Anna? Bock bekommen jetzt. Anna, Jay. Ich hör dich die ganze Zeit tippen. Du tippst um dein Leben! Ja, Mann! Ich hab nämlich selber keinen Plan, wo wir sind. Versuch den einfach alles zu schreiben, weil ich. Und dann fährst du einfach weiter! Ja, okay, ich bleibe hier stehen, ist auch okay. Frag mich, ob der da steht. Oder ob der fährt. Ich denke mal, der fährt. Sicher? Aber der war ja kurz auf der Autobahn auch, ne? Also hier fährt gerade der Zug und ich guck gerade in die Kanalisation von der Brücke aus. Ich kann aber überhaupt nicht erkennen, wo wir sind. Hast du nicht gesehen, wie wir hingefahren sind? Alter, ich nehme einfach meine Pistole in die Hand. Oh, nee. Schieße ich dich, Peter. Ich entführe dich nämlich. Ja, fahr mal weiter rückwärts. Ja, wir gucken. Sehe ich da hinten zwei Lampen? Nee. Wir wissen, ob die hier sind. Wieso sind die hier nicht? Was sind das für schlechte Freunde, die du da hast? Ja, ich weiß aber überhaupt nicht, wo wir sind, Alter. Ich hab dir eine offene Kanalisation geschrieben. Unter einer Autobahnbrücke bei einem Monster-Stunt. So, ich bin jetzt in der Kanalisation. Ich fahre einfach mal auf und ab. Bis ein anderer Tipp kommt. Da bist du. Du fährst gerade unter mir durch. Ah. Ich bin über dir. Alter, wie ich an mich anhöre. Ey, die Rede läuft nicht mehr so gut. Hier kommen aber auch keine Tipps mehr. Ich weiß auch nicht, was er tut. Warte mal, ist das da hinten? Westen?
Was ist denn auch ein Stunt? Oh nein. Peter! Das ist kein Stunt, okay. Alter. Sagt jetzt gleich, wir sind da Pier oder sowas. Ja, cool. Nein, 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 nein. Da kommt aber auch nix, ne? Nein, ich hab meinen Wagen zerstört. Oh, das ist schlecht. In der Kanne. Oh, in der. Ja, warten jetzt. Wir fahren wieder Richtung Innenstadt. Ja, okay. Also. Er verhält sich an die Verkehrsregeln. Ja, das bringt uns aber nicht. Wir wissen nicht mal, wo er ist. Jetzt ist das Liquor-Hole, Junge. Stehen Ampel The Visorio und Liquor-Hole. Wo ist das denn? The Visoroy und Liquor-Hole. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Hier ist der Liquor-Laden. Warte mal, hier ist ein Alki-Laden. Sind in Venice. Ey, der Passant labert uns so. Hilf mir doch, Junge! Hä? Achso. Venice parallel zum Strand Richtung Norden. Oh. Richtung Norden? Oh. Das ist ja dann bei dir. Ja, das ist bei mir hier. Das ist er nicht. Das ist schwarze Limousine gewesen. Ja, ist denn der Limousine dieses Stretch-Limo gemeint, oder? Ja, einfach ein schwarzer Wagen. Ein Vierer. Also, genau, ein Vierer. Tipp. Ja, aber jetzt hast du schon wieder die Richtung geändert. Jetzt stimmt das schon wieder nicht. Ja, aber ich bin ganz langsam nur. Ja, das stimmt. Ich schieß Peter einfach. So leicht geht das. Don't do it. Schön, dass du, ich finde richtig schön, dass du mir zumindest einen Kaffee mitgenommen hast. Ich bin kein schlechter Entführer. Ja. Ich will dich ja überzeugen. Echt? Wovon denn? Dass ich eigentlich toll bin. Weißt du, das ist so eine Stalker-Nummer gerade. Du sollst mich lieben. Wir sind direkt neben dem Strand auf der Straße nach Norden. Ja. Hat er mir geschrieben. Das hat er mir gerade auch geschrieben. Hä? Auf der Höhe vom Pier, aber etwas weiter Richtung Stadt. Oh, das ist bei mir dann direkt. Kann ich nicht einfach anfangen rumzuballern? Nein. Warum denn nicht? Weil du keine Knarre hast. Aber. Ja gut, das stimmt. Junge, wo bleiben die denn? Ich hab dir geschrieben, auf der Höhe zum Pier. Links ist der Pier. Aber ein bisschen Richtung Innenstadt. Alter, wir stehen halt direkt neben dem Del Piero Pier. Junge! Wir stehen direkt am Pier. Was? Hä? Oben an der Straße. Ach, am Arsch! Was soll das denn jetzt? Wie, ich dachte, ihr seid weg vom Pier. Oh, dann sind die genau zum Pier hingefallen. Am Pier. Wir stehen direkt am Pier oben an der Straße, okay. Nein! Ich bin am Pier. Du bist am Pier? Jetzt, ja, und gerade. Da oben, da ist halt die Straße, die da am Pier ist. Nachricht wurde an Sepp verschickt. Komm, Sepp! Rette mich! Jetzt fährt er wieder Richtung. Oh! Ich glaub, der Fahrer gerade. Christian, du musst jetzt ganz ruhig sein. Ohne Hilfe! Ich hab gerade jemanden gesehen. Boah, ich hoffe, das SMS. Jetzt rechts abgebogen Richtung Stadt. Hä? Wie rechts abgebogen? Hä? Wie kann man denn rechts abbiegen zum. Oh mein Gott, hier lang. Der jetzt gerade an mir vorbeigefahren ist. Ist er. Das? Komm, get it! Nee, das ist er nicht. Scheiße. Irgendwer ist an uns vorbeigefahren. Ja, shit. Wow. Das müsste es eigentlich du gewesen sein. Ja, was weiß ich zu welchem Zeitpunkt halt. Ich bin gerade erst am Pier gewesen. Oh, das ist ein Problem. Ah! Kannst ruhig bleiben, Christian! Kannst ruhig bleiben, Christian! Hilfe! Oh, Sepp ist hinter uns!
sind die gegeneinander gefahren vielleicht. Der ist nicht mehr hinter uns. Das kann nicht wahr sein. Ich sehe den nicht mehr. Da kommt einer. Oh ne, das ist blöd. Jetzt fahre ich wieder weg vom da. Pier. Da! Motherfucker! Vom Pier aus Richtung Stadt. Bei mir! Vom Pier aus Richtung Stadt an wird es gerade vorbei? Nein! Als ob wir gerade. Oh mein Gott! Der ist links. Den kriegen wir noch. Der ist links rum, der ich fahr links. Der ist vor mir. Also vielleicht verfolgst du mich ja. Scheiße, wo ist er hin? Das ist ja immer mega stark. Mit meinem Fass-Skill. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher. Oh shit! Unfall! Das ist die Kreuzung, wo wir DuckDuck geguckt haben, glaube ich. Scheiße. Oh Mann, ey, wie unlucky war das? Ich hab gar nicht gesehen, dass du da warst. Ich fahr nach Norden. Fahr du mal weiter Richtung Pier. Wie wieder am Pier, ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir den jetzt nicht mehr gesehen haben. Ganz ruhig, ich habe sie abgehängt, die beiden. Abgehängt. Oh shit, er hat mich wieder gefunden, David! Oh, Reifen, ich hab Reifen verloren! Oh no! Hilfe! Ich glaube, der schießt auf mich. Oh Mann, ey, ich hätte nur... Ich habe ihn gesehen und dann ist er abgehauen, die Sau. Hier ist er bestimmt nicht weitergefahren, oder? Wieder am Pier. Die sind wieder am Pier, Jay. Du kleiner Ficker, jetzt mache ich dir die Reifen kaputt, du Arschloch. So, Peter! Scheiße, Nein. ne? Deine Reifen sind im Arsch. Lol. Jetzt werde ich minimiert. Ah ja, okay. Komm, ich quäl Peter noch ein bisschen. Das wäre so geil, wenn er dich killt. Das wäre so geil. Schieß zurück. Nein! Wieso töten die mich nicht? Macht er das absichtlich? Weiß ich nicht. Hilfe! Ich glaube, er schießt nicht mehr. Ja, aber ich bin gleich da. Reifchen weg. Nochmal das Reifchen weg. Oh, ich höre Schüsse. Hä, hey, der ist doch nicht schwarz. Achso, der mal. Hä? Welcher ist denn der? Leute, warum schießt der Peter auf mich? Christian auf mich. Ah, jetzt haben sie mich. Ja, ja, nice. Ja, ja, Spaß gemacht, erstmal dir die Reifen zu zerschießen. Ich dachte, du rennst doch weg. Alter, das war königlich. Wie oft wir an euch vorbeigefahren sein müssen, ey. Ey, wie schwierig das in der Ego-Sicht ist. Da bist du in der Kanalisation und Peter bleibt einfach mal 2 Minuten stehen. Und zwar in einem Tunnel, von wo du nichts siehst. Und ich denke mir so, Peter. Die Sau, ey. Das war schwer. Ja, aber das war cool. Das war wirklich schwer. Aber irgendwann habt ihr uns dann ja gefunden. Mehrfach. Und dann bist du abgehauen wieder, du Sau. Ja, wir sind am Anfang Richtung Strand gefahren und dann hat Peter sich entschieden, ey komm, ich fahr jetzt einfach im Kreis. Und dann sind wir erst durch die Innenstadt gebrettert und dann hat er angefangen, Monster-Stunts zu machen. Geil. Ja, dann hatte ich schon viel Schönes, muss ich sagen. Ihr habt diesmal eine Mischung gemacht aus crazy fahren und mich an die Regeln halten. Ja, so wie es gerade gepasst hat. Ja, das hat nice. Gut funktioniert, so die Mischung, glaube ich. Aber ja, manchmal war echt belastend. Ich habe panisch irgendwelche Nachrichten geschrieben und dann irgendwann erst gemerkt, die konnte nicht abgeschickt werden, weil es mehr als 60 Zeichen waren. Oh nein! Das steht dann halt einfach da nicht direkt. Letztes Mal habt ihr euch direkt bei Bram beschwert, dass die Nachrichten zu schlecht waren. War es diesmal besser oder also was? Die waren besser, teilweise echt scheiße. Ja, wir stehen halt an der Straße und dann ist so, okay, rechts ist der Liquor Store und links ist das Viceroy. So, okay. aber schon kamen sie simultan an, also nicht so wie bei Bram letztes Mal, dass sie irgendwie eine Minute später kam und dann alles durcheinander kam. Ja, das war gut. Okay. Der Beste war, als ihr gerade von Sebastian verfolgt wurdet, ihr mir entgegenkommt, ihr an mir vorbeirast, ich so, scheiße, ich dreh um und Sepp fährt mir voll rein und ist halt ihr seid weg gewesen. Das war so guck, Christian, ich hab gesagt, die sind ineinander gefahren. Ja, ich seh die nicht mehr, Peter. Das kann nicht wahr sein. Das war das Beste, so scheiße. Das war geil. Das war lustig.
Ja, super gute Nummer. Also Entführer-Challenge entwickelt sich zu einer der Favoriten, bei mir zumindest. Ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nice. Christian ist gerettet worden. Bis zum nächsten Mal. Auch wenn ich festgestellt habe, ich habe eine Pistole mitgehabt. Tschüss. Ciao.